Deutschlandfunk. Lange Nacht. Er hat den Arm hängen lassen. Das war das erste Symptom. Und den schlurfenden Schritt. Wir haben uns gefragt, ob Morbus Parkinson eine neue Krankheit ist. Da kam ich nach Hause und dachte meine Frau, ich habe Parkinson. Haben wir noch so gelacht, weil wir sich gar nicht die Folgen darunter vorgestellt haben, was da kommen könnte. Ne? Verbunden mit dem Industriezeitalter, in England zuerst beschrieben. Erkannt worden ist es erst in einem sehr späten Stadium, wo er auch schon sehr schlecht dran war, wo die Mimik schon sehr erstarrt war. Und das ist eigentlich das Schlimmste auch als Partner, denn man weiß nicht, wo man dran ist. Wir glauben, es ist vor allem aus zwei Gründen früher nicht beschrieben worden. Es sind sehr wenige Menschen alt genug geworden für die Krankheit. Der Kopf ist vollkommen in Ordnung, es sind nur die Bewegungen, die nicht mehr funktionieren. Und wenn die Krankheit auftrat, wurde die einfach als eine besonders extreme Form des normalen Alterns betrachtet. Es sind die Bewegungsstörungen, die das Alltagsleben schwierig machen für Menschen mit Morbus Parkinson. Das Zittern, die erstarrende Mimik, das schleppende Sprechen. Wie viele chronische Krankheiten ist Parkinson nicht heilbar. Medikamente können helfen gegen das Zittern und auch Bewegungsblockaden lösen für eine gewisse Zeit. Leben mit und trotz Parkinson, wie gelingt das? Wie verändern sich die Beziehungen zu anderen Menschen? Wie verändert sich der Blick aufs Leben, auf die Arbeit, auf das eigene Ich? Fehlgeleitete Signale. Willkommen zu einer langen Nacht über die Parkinson'sche Erkrankung mit Judith Grümmer und Martin Winkelheide. Wir haben Gäste, die uns durch die kommenden 3 Stunden begleiten. Professor Helmut Dubiel. Er ist Hochschullehrer, Soziologe an der Universität in Gießen. Seit 1992 hat er die Parkinson'sche Krankheit und er ist Autor des Buches Tief im Hirn. Das Buch ist 2006 erschienen. Margot von Renesse. Sie ist Juristin, Familienrichterin, SPD-Politikerin. Sie war von 1990 bis 2002 Mitglied im Bundestag und sie war auch Vorsitzende der Enquetekommission Recht und Ethik der modernen Medizin. Heute ist sie im Vorstand der Deutschen Parkinson-Vereinigung. Professor Volker Sturm. Er ist Neurochirurg, Direktor der Klinik für Stereotaxie und funktionelle Neurochirurgie an der Universitätsklinik in Köln. Und Frau Professor Claudia Trinkwalder. Sie ist Neurologin und leitet die Paracelsus-Elena-Klinik in Kassel. Die Elena-Klinik in Kassel ist die größte und älteste Spezialklinik zur Behandlung von Parkinson-Patienten in Deutschland. Margot von Renesse, Parkinson, wie bemerkt man das eigentlich? Wie haben Sie es gemerkt? Wann kamen die ersten Anzeichen? Also wie man es bemerkt, glaube ich, kann man nicht so generell sagen, denn alle haben einen unterschiedlichen Zugang zu ihrer eigenen Diagnose. Bei mir war es so, ich war in der Fraktion und hatte eine Wortmeldung vor, stellte mich ans Raummikrofon und kriegte einfach das Zittern meiner linken Hand nicht unter Kontrolle. Stopfte sie dann in meine Jackentasche, weil es nicht mehr anders ging. Und dann wusste ich auch schon Bescheid, denn in der Enquetekommission, die ich dann später leitete und davor durch die Beschäftigung mit Stammzellen etwa, hatte ich schon so viel davon gehört, dass ich eigentlich schon ohne Diagnose des Arztes wusste, was dran war. Wie war das bei Ihnen, Herr Dubiel? Sie sind zu uns zugeschaltet aus Frankfurt. Wie haben Sie das gemerkt, dass etwas nicht stimmt? Das drastischste Symptom, wo ich mir dachte, das ist eine neurologische, eine schwere neurologische Erkrankung, war das innere Empfinden, in großen Menschenmengen zu sein, was ich an der Universität ja zwangsläufig bin. Also wenn mir auf dem Bahnhof etwa so ein Pulk von Menschen entgegenkommt, mich zu ständigen Richtungsänderungen nötigen. Das erfordert von dem Körper so viel Koordinationskraft, die ich nicht mehr habe, dass ich panische Angstzustände bekomme. Also bei mir war es immer verknüpft mit psychologischen Verbiegungen. Ich kann nicht sagen, dass Parkinson aus meiner inneren Erfahrung nur eine Bewegungskrankheit sei.
Frau Professor Trenkwalder, was interessiert Sie als Wissenschaftlerin, als Medizinerin an Morbus Parkinson? Ich glaube, das kann man gar nicht in einem Satz zusammenfassen. Es sind ganz viele Aspekte, genauso wie wir es gerade eben ja auch gehört haben. Das ist nicht nur eine Bewegungsstörung. Und das ist auch so ein bisschen mein und unser Spezialgebiet in der Klinik, dass es darüber hinausgeht, dass eben viele psychische Faktoren, Veränderungen auftreten, aber auch Veränderungen in ganz anderen Bereichen. Wir wissen jetzt, dass frühe Riechstörungen auftreten, dass Schlafstörungen auftreten, dass eben mehr als nur Zittern, was ein Frühsymptom sein kann, aber dass die Erkrankung einfach mehr umfasst. Und das finde ich auch etwas ganz Spannendes, um sich der Erkrankung auch zu nähern. Was ist eigentlich alles mit betroffen? Herr Professor Sturm, wie sind Sie zu der Beschäftigung mit Parkinson gekommen als Neurochirurg? Seit vielen Jahren weiß man, dass Parkinson im fortgeschrittenen Stadium mit Medikamenten nur noch, ja, also nicht in vielen Fällen nicht mehr ausreichend behandelbar ist. Es kommt bei vielen Patienten, tritt irgendwann mal ein Zustand ein, den wir als sogenanntes L-Dopa-Langzeitsyndrom bezeichnen, bei dem Medikamente A, ihre Wirkung mehr und mehr verlieren und B, eben schwere Nebenwirkungen auftreten. Psychiatrischer Art, sie können psychiatrischer Art sein, es können Halluzinosen auftreten, aber eben auch motorischer Art. Die Patienten können schwerste Überbewegungen entwickeln, Dyskinesien. Und in diesen Stadien, das gibt es schon seit über 30 Jahren, seit über 40 Jahren, hat man versucht, eben durch Hirnoperationen, durch stereotaktische Operationen noch zu helfen. Ein ganz großes Problem der Stereotaxie, das heißt der gezielten Hirnchirurgie der ersten Jahrzehnte, war, dass wir nur Ausschaltungen machen konnten. Wir haben nun Gewebe, klein wenige Kubikmillimeter Hirngewebe, das bei dieser Erkrankung nicht mehr richtig reguliert ist und die Symptome verursacht, schlicht verkocht, ausgeschaltet. Das war sehr wirksam, aber auch eben sehr, sehr gefährlich. Seit 1992, 1993 gibt es nun die tiefe Hirnstimulation. Das ist ein Verfahren, was von einem französischen Neurochirurgen aus Grenoble eingeführt wurde, das völlig anders ist. Man kann nun mit ganz schwachen elektrischen Strömen Erregbarkeitsveränderungen hervorrufen und das Ganze ist reversibel. Das macht es für einen Neurochirurgen sehr interessant. Frau von Renesse, wie lange hat es gedauert, bis Sie gemerkt haben, also nicht nur für sich gemerkt haben, das stimmt was nicht, sondern dass Sie auch gesagt haben, ja, ich habe Parkinson? Das war eigentlich ziemlich sofort so. Denn das eine ist mir klar und war mir eigentlich von Anfang an klar. Man kann damit nur leben, wenn man damit offensiv umgeht. Es zu verbergen war überhaupt nicht möglich, bei meiner Symptomatik schon gar nicht. Denn das Zittern ist praktisch nicht verkennbar. Aber es ist so, dass ich von vornherein wusste, mach daraus kein Geheimnis, weder für dich noch für deine Umgebung. Verbirg es nicht, verdräng es nicht, verleugne es nicht. Und wenn ich heute Vorträge halte, und ich tue das ja von Zeit zu Zeit oder in Podiumsdiskussionen bin, gerade erst noch letzten Sonntag, dann sage ich, achten Sie bitte nicht zu sehr auf das Zittern, das verliert sich nach ein paar Minuten. Ich habe eben Parkinson. Das ist ja sicherlich gerade als Politikerin, und Sie waren ja wirklich noch im Bundestag aktiv zu der Zeit, als Sie sich auch, ich sag mal, öffentlich bekannt haben, ich habe Parkinson, ja, sehr ungewöhnlich. Wie haben die Leute reagiert? Eigentlich ganz positiv. Also ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, das gilt übrigens für viele Behinderungen, dass die Bereitschaft, damit umzugehen und das dann vernünftig auch zu verpacken, dass die sehr groß ist. Viele Leute sind verlegen, wenn sie etwas merken, was sie nicht einordnen können. Das Beste ist, man gibt ihnen Hilfen, dass sie es einordnen können. Und siehe da, es klappt. Herr Dubil, als Hochschullehrer sind Sie auch eine öffentliche Person. Wie sind Sie damit umgegangen, als es für Sie klar war, Sie haben Parkinson? Haben Sie versucht, das zu verheimlichen zunächst einmal noch? Oder sind Sie damit auch sehr offen umgegangen? Nein, ich habe versucht, es zu verheimlichen. Und mit einigem Erfolg. Offenbar hatte ich eine Spezies von Parkinson, bei der das leicht möglich war.
Ich habe nur etwa 6 bis 7 Jahre verborgen. Niemand außer meinen unmittelbaren Verwandten, Freunden, meinem Sohn habe ich es gesagt, meinem unmittelbaren Vorgesetzten. Ansonsten habe ich es niemandem gesagt. Stimmt, und ich weiß, sehr anstrengend vor, Herr Dubi. Ungeheuer anstrengend. Deshalb kann ich nur unterstreichen, was Frau von Renesse gerade gesagt hat. Ich bin jetzt nach einem schmerzhaften Prozess, der fast ein Jahrzehnt dauert, dazu gekommen, dass das Bekenntnis das einzig Mögliche ist. Es war eine ungeheure Quälerei. Was haben Sie gemacht, um die Krankheit sozusagen nicht zu zeigen? Mein ganzes Leben war bestimmt von dem Verbergen. Ich kam zum Beispiel auf Versammlungen oder Partys erst immer später, damit ich diese Situation besser checken konnte. Ich habe immer mich bemüht, bei Interviews oder bei öffentlichen Auftritten mich an den Rand zu setzen, dass ich notfalls schnell weg konnte. Oder ich habe meine Hände in den Taschen gehalten. Also ich habe ein ganzes Repertoire von kleinen Kunstfertigkeiten entwickelt, um mein Parkinson zu verbergen. Als ich dann irgendwann nicht mehr verbergen konnte, eigentlich nach dem Buch eigentlich erst, mache ich plötzlich die Erfahrung, dass das alles umsonst gewesen ist, die ganze Aufregung, weil die Leute sehr leicht damit umgehen. Nicht leicht, aber meistens sind freundlich und warm, wenn man sich bekennt. War das sozusagen ein Bekenntnisbuch dann für Sie? Wahrscheinlich. Ich weiß nicht genau, warum ich das Buch geschrieben habe. Es ergab sich irgendwie. Und wahrscheinlich war es so. Wahrscheinlich war es so, das Schiffe verbrennen. Zurück in die... Ich habe noch eine interessante Übergangszeit gehabt, in dem ich mich dazu nicht bekannte in der Form, in dem ich sagte, die Medizin ist inzwischen so weit, das dauert noch ein paar Wochen oder ein paar Monate, bis ich Parkinson operativ wegbekomme und dann wieder normal weiterleben kann. Das war eine Phase, die ungefähr 3-4 Jahre dauerte, der ich mich einfach so über die Runden gefuscht habe. Das konnten Sie als Mitglied der Enquete-Kommission, die ja dann doch immer sehr auf dem Stand des Wissens und der Wissenschaft war, natürlich so jetzt erstmal sich nicht selber vormachen, sich selber belügen. Es wird schon ganz bald geheilt werden. Einmal das und zum anderen habe ich genug medizinische Verwandtschaft, die mir das auch sehr deutlich sagte. Aber ich denke gerade an das, was Herr Dubiel mitgemacht hat, sich selber praktisch auferlegt hat. Und ich bin sehr zufrieden, dass ich eben von vornherein diesen Schock nicht hatte, weil ich Parkinson eben bis zu einem gewissen Grade zumindest theoretisch kannte. Und ich denke, es ist insgesamt so, dass Menschen, die Schwächen haben, für die sie nichts können, man kann für seinen Parkinson nichts. Man kann auch nichts dafür, wenn man eine Querschnittslähmung hat oder wenn man ein Bein weniger hat als andere, dass sie beanspruchen können, dass sie selber und auch andere dieses als einen Teil unserer Normalität ansehen. Mhm. Frau Trinkwalder, man kann nichts für die Krankheit, das ist eine Sache, aber auf der anderen Seite, wie reagieren Patienten, wenn die mit dieser Diagnose konfrontiert werden? Suchen die nach Ursachen, nach Schuld unter Umständen, auch wenn ich das und das nicht gemacht hätte, dann wäre es nicht dazu gekommen? Also ich denke, das ist schon eine häufige Reaktionsweise, wobei es bei Parkinson eigentlich noch weniger häufig ist als bei anderen Erkrankungen. Ich erlebe es oft, dass Patienten, die zum ersten Mal mit der Diagnose konfrontiert werden, was man, finde ich, auch vorsichtig machen sollte und schrittchenweise den Patienten vielleicht dahin führen, weil viele Patienten ja überhaupt das Wort Parkinson noch gar nie gehört haben und es für sie wirklich ganz neu ist und sie mit der Erkrankung gar nichts in dem Sinn anfangen können. Aber bei vielen ist es dann schon so, da hört man dann, ja, ich hatte mal einen Unfall vor einigen Jahren, das muss doch damit in Zusammenhang stehen oder auch irgendwelche entzündlichen Erkrankungen. Das heißt, man sucht schon auch nach Ursachen, die dann natürlich auch irgendwie diskutiert werden. In 99% der Fälle muss man ja sagen, wir finden gar keine Ursache. Die richtige oder idiopathische Parkinson-Erkrankung ist ja sozusagen wahrscheinlich teils genetisch, teils aber auch durch ganz andere Faktoren bedingt und wir können nicht eine Ursache dafür verantwortlich machen. Wir wollen noch einen kleinen Abstecher hier auch in die Geschichte machen zu James Parkinson. Wer im 18. Jahrhundert in der akademischen Welt was werden wollte, der studierte zunächst mal Theologie oder eben Medizin. James Parkinson, der war Sohn eines Apothekers und Chirurgen,
lebte von 1755 bis 1824 und James Parkinson entschied sich für die Medizin. Aber wenn man ihn gefragt hätte, womit er glaubt, berühmt zu werden, dann hätte er ganz sicher auf seine Arbeiten zur Ur- und Frühgeschichte der Erde verwiesen, also auf seine paläontologischen Studien. Nur da hat er sich geirrt. James Parkinson beschreibt die Krankheit erst im Jahr 1817. Und deswegen haben wir uns gefragt, warum dies so spät beobachtet wird. Der Hirnforscher Reinhard Turowski von der Berliner Pharmafirma Axonis. Wir denken, dass das damit zu tun hat, dass die Menschen selten alt wurden. In einer kurzen Beschreibung und Definition der Krankheit, die er Shaking Palsy nennt, also Schüttellähmung, beschreibt er sie als Involuntary Tremulous Motion. Unwillkürliches Zittern. Die Muskelkraft ist reduziert, vor allem in den Körperteilen, die nicht in Aktion sind, und sogar, wenn man diese stützt. Der Oberkörper wird nach vorne gebeugt und die Patienten haben den Drang, vom Gehen zum Laufschritt überzuwechseln. Sinne und Verstand sind nicht beeinträchtigt. Charcot, der Vater der Neurologie, hat dann festgestellt, dass die Bezeichnung, die James Parkinson dieser Krankheit gegeben hat, aus seiner Sicht völlig falsch ist. Und deswegen hat er gesagt, wir können diese Krankheit nicht Shaking Palsy oder Paralysis Agitans oder Schüttellähmung nennen. Und bis mir ein besserer Name einfällt, werde ich sie einfach die Krankheit des Herrn Parkinson nennen. Das heißt, dadurch, dass man einen falschen Namen gibt, kann man den eigenen Namen berühmt machen. Das ist für Wissenschaftler eine sehr tröstliche Erfahrung. James Parkinson war kein Akademiker, sondern ein niedergelassener Arzt, der sehr gut beobachtet hat, vielleicht auch wegen seinem hohen naturwissenschaftlichen Engagement. Im Übrigen publizierte er Arbeiten wie einige Bemerkungen über den Effekt von Blitzschlag, wie man einen König ermordet, als unter Pseudonym, Perlen vor die Schweine geworfen, alles unter Pseudonym, eine Arbeit über Blinddarmentzündung, die damals noch nicht operiert werden konnte, und viele für niedergelassene Ärzte und Patienten sehr wichtige Arbeiten. Zum Beispiel über den Nachteil sportlicher Betätigung, ein Essay, den ich heute noch für sehr wichtig halte. Und er hat aber daneben, war er ein Linker, würde man heute sagen. Er galt in England als Jakobiner. Er war ein Reformer oder auch Revolutionär, der aber in England keine Chance hatte, nachdem man erlebt hatte, wohin die Französische Revolution geführt hatte. James Parkinson über den Nachteil der sportlichen Betätigung. Frau Professor Trenkweiler, das würden Sie sicherlich heute nicht mehr unterschreiben, oder? Nein, das würde ich nicht unterschreiben und schon gar nicht für unsere Parkinson-Patienten. Denn ich glaube, die sportliche Betätigung ist was ganz Wichtiges, was auch im Laufe der Erkrankung beibehalten werden sollte. Zumindest für diejenigen, die das schon immer getan haben. Und wir sehen viele Patienten, die sehr sportlich waren und die diese Erkrankung, denke ich, etwas leichter, etwas lockerer nehmen, die dann aber auch ihre Sportarten beibehalten. Schwimmen zum Beispiel, Nordic Walking. Es gibt ja viele Sportarten, die wirklich geeignet sind, auch für Parkinson-Patienten. Was lässt sich denn von James Parkinson lernen? Hat er die Krankheit genau beobachtet? Hat er sie richtig beobachtet? Ich glaube, er hat vieles richtig beobachtet und viele dieser Symptome, die wir jetzt so als ganz große Symptome in unsere, sag ich mal, Checklisten und Leitlinien aufnehmen, die stehen schon in dieser allerersten Veröffentlichung. Was er vielleicht nicht so genau beobachtet hat, sind die nicht-motorischen Symptome. Er schreibt ganz klar, es kann nie eine Störung des Denkens geben. Das würden wir, glaube ich, heutzutage anders sehen. Paloma, palomita, te quiero.
quiero yo cantar. La flor que me trajiste dejó las hojas y ya se secó la vena que toca el corazón. No olvidaré los días de gozo y de amor. Paloma, palomita, te quiero yo cantar. La flor que me trajiste dejó las hojas y ya. Era una flor divina con un suave olor. El alma me llenaba con todo su calor. La flor que me trajiste dejó las hojas y era una margarita con mucho corazón. Al mundo ya quería y siempre lo abrazó. Sie hören eine lange Nacht über die Parkinson'sche Erkrankung und wir hatten eben schon ein paar Ursachen angesprochen. Es sind ja nicht nur Bewegungsstörungen, die sich bemerkbar machen bei der Parkinson'schen Erkrankung, es sind sehr viel mehr Dinge und vielleicht kommen wir auf die einfach mal zu sprechen, nämlich die Früherkennung. Also wir hatten über das Zittern der Hand schon gesprochen. Was sind so typische andere Kennzeichen, Früherkennungszeichen, wo ja ein Mensch aufmerksam werden kann und sagt, vielleicht müsste ich wirklich mal zum Arzt gehen, vielleicht ist da irgendwas, Frau Trenkwalder? Ja, es gibt ganz frühe Zeichen, die manchmal schon Jahre im Voraus beginnen. Das sind zum Beispiel Schlafstörungen, eine spezielle Art von Schlafstörungen, Sprechen im Schlaf, plötzliches Schreien im Schlaf von jemand, der sonst immer einen guten Schlaf hatte, der dann aufwacht, der um sich schlägt, heftige Albträume hat, sich manchmal erinnert, manchmal aber auch nicht erinnert. So Veränderungen in dieser Schlafstruktur, die meistens die Angehörigen bemerken und sagen, das ist ja ganz anders, als das vor einigen Jahren war. Aber die sagen dann bei einer 50-Jährigen, das sind die Wechseljahre. Ganz genau. Es gibt dann ganz seltsame Erklärungen. Und wir hatten mal einen Patienten, der ist fast jede Nacht aus dem Bett gefallen. So heftige Bewegungen hatte er. Und dann war so die Erklärung, naja, das ist der so gewohnt, das macht er immer so. Und man hat das nicht hinterfragt. Sie hatten vorhin auch gesagt, das Riechen verändert sich. Wie kommt das denn? Ja. Also die Wahrnehmung von Gerüchen wird schlechter. Die Wahrnehmung wird schlechter. Sie kann sogar so schlecht werden, dass fast gar nichts mehr gerochen wird, was der Patient oft bemerkt, indem er sagt, das schmeckt alles gar nicht. Denn das, was wir schmecken, ist ja in erster Linie Riechen. Der Kaffee schmeckt nach gar nichts, den riechen wir nur. Ganz typisch zum Beispiel Pizza. Die Pizza riechen wir, die schmecken wir kaum. Das Oregano. Das Oregano, ganz klar. Dann andere typische Stoffe, Vanille, Lavendel, Oregano. Das sind alles reine Geruchsstoffe, die wir mit dem Riechnerven aufnehmen. Ist das ein plötzlicher Verlust des Riechens oder geht das ganz unmerklich? Das geht wohl eher unmerklich, aber wir wissen noch gar nicht ganz genau, wie und warum es gibt. Da gibt es Theorien von den Neuropathologen, von Professor Prag in Frankfurt, der letztendlich sagt, dass der ganze Parkinson wahrscheinlich dort beginnt, dass nämlich zuerst das Riechen betroffen wird mit Ablagerungen von eben diesen speziellen Eiweißstoffen, den sogenannten Lewy-Körperchen, und die dann auch dort in dem Bulbus olfactorius, also dem Riechhirn, zu finden sind. Und möglicherweise beginnt der Parkinson eigentlich mit in der Nase. In der Nase. Aber ich würde gerne noch mal auf eine Sache zu sprechen kommen, die Herr Dubiel auch, wie ich fand, richtig angedeutet hat, was man von Ärzten auch öfters nicht erklärt bekommt. Das ist dieses innere Gehetztsein. Man ist sozusagen seine eigene Peitsche. Wenn ich rede in Vorträgen, habe ich das Gefühl, ich rede zu langsam, weiß nur ganz genau, es stimmt nicht, sondern ich muss eher langsamer reden. Dieses schnelle, dieses Trippelschreiten,
sich selber sozusagen unter einen unglaublichen Druck bringen und das koordiniert sein in größeren Menschenmengen. Ich weiß, bei den namentlichen Abstimmungen, wenn alles im Bundestag an die Urnen stürzt, da stieß ich immer an. Und Herr Dubiel hat genau dasselbe berichtet. Da ist das innere Gehetztsein auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wird so in diesem Früherkennungskatalog, den man so bei den einen oder anderen Ratgebern auch nachlesen kann, immer auch hingewiesen auf Antriebsschwäche, auf Initiativmangel. Sind das so zwei Seiten einer Medaille, die beide auf Parkinson hinweisen? Also ich denke schon auch, das gehört beides irgendwie Peitsche zusammen. Peitsche und Bremse gleichzeitig. Mit Gas und Bremse fahren irgendwie und das ist auch so von der Stimmung her. Es kann sein, dass so auch, wie es ja gerade von Herrn Dubiel beschrieben wurde, eine auch depressive Verstimmung schon im Voraus beginnt, wenn noch gar keine Veränderungen der Motorik da sind, dass das auch ein Frühsymptom ist. Und erst Jahre später zeigt sich dann, das war ja schon der Beginn. Eine weitere Veränderung, die auch von Angehörigen bemerkt wird, ist die Veränderung der Sprechhaltung, der Stimme. Auch ein sehr frühes Warnzeichen? Wenn die Stimme leiser und langsamer wird, nuschelig wird, ich denke, das würde ich schon eher zu den motorischen Symptomen rechnen. Also dann ist meistens schon auch irgendwas an Bewegungsverlangsamung mit zu erkennen. Ich hatte ja gerade die Formulierung Warnzeichen benutzt und daran schließt sich dann noch die nächste Frage von mir an. Und zwar, nützt es denn etwas, wenn man die Erkrankung sehr früh bemerkt? Im Sinne von, man kann noch etwas aufhalten oder man kann vielleicht die Bremse der Entwicklung anziehen, dass vielleicht die Parkinson-Erkrankung nicht so schnell fortschreitet. Also bringt das überhaupt was, wenn man sehr früh erkennt und diagnostiziert? Ich bin da zutiefst ambivalent und möchte die eine Seite der Ambivalenz jetzt mal stark machen. Es ist so verzweifelnd, dass es gut ist, möglichst spät davon zu erfahren. Das ist die Meinung, die ich in den ersten Jahren hatte. Nur jetzt, wo ich ein Schwer-Parkinson-Kranker bin, sehe ich es anders. Vielleicht wäre mir etwas besser geholfen gewesen, wenn ich schon frühzeitig entsprechend mediziert oder behandelt worden wäre. Aber auf der anderen Seite danke ich heute noch dem Neurologen, ein einfacher Feld-, Wald- und Wiesenneurologe, der mich eines Tages diagnostizierte vom Orthopäden über Wiesen und der offenbar genau wusste, was mit mir los war. Aber mir sagt, es ist alles in Ordnung. Er hat mich belogen, um mir noch ein, wie er später sagt, ein angenehmes Wochenende zu geben. Und dem bin ich irgendwie noch dankbar heute. Ja. Komisch das klingen mag. Herr Dubiel, ich finde das auch wieder sehr eindrucksvoll. Und ich denke, dass Ihr Arzt auch Sie genau kannte, dass er diese Entscheidung traf. Auf der anderen Seite diese uralte Frage, inwieweit der Arzt einem unangenehme Wahrheiten sagen müsste. Ich denke, auch gerade als Patientin, ich habe Anspruch auf Wahrheit und Aufrichtigkeit, aber die Frage ist, wie? Man kann eine solche Botschaft nur ertragen. Und das heißt, dass man sie sonst auch verdrängen würde, man würde gar nicht richtig hinhören, wenn sie nicht mit oder wenn sie nicht eingebettet ist in Teilnahme und Optionen der Hilfe. Wenn man das an den Kopf geknallt kriegt, da haben es halt. Und ich kann da wenig dagegen machen als Arzt, dann ist man schon relativ wirklich verzweiflungsnahe. Aber es ist ja nicht so. Erstens haben wir Medikamente, aber vergessen wir die. Wir haben auch die Möglichkeit, mit anderen Menschen zusammenzuleben. Und die haben wir bis zum Ende. Und ich denke, ein Arzt ist verpflichtet, einem nicht nur zu sagen, was mit einem ist, sondern es einem auch so zu sagen, dass man weiß, dass man damit wird leben können. Also da würde ich ganz Ihre Ansicht unterstützen. Ich denke, man sollte nicht aktiv einem Patienten das verheimlichen, zumindest nicht, wenn er danach fragt. Also die Patienten, die danach fragen, und sie kommen ja oft mit Beschwerden und möchten die Ursache der Beschwerden wissen, dann muss es eben für den Patienten so optimal wie möglich ihm erklärt werden, dass er damit umgehen kann und ihm auch Optionen der Hoffnung an die Hand gegeben werden. Aber ich würde ihn dann nicht wegschicken, wenn ich weiß, dass es sich um eine Parkinson-Erkrankung handelt und ihm sagen, es ist alles in Ordnung. Das kann vielleicht mal beim einen oder anderen, wenn man den Patienten sehr gut kennt, vielleicht das Richtige sein. Aber im Prinzip würde ich denken, wir hätten schon die Aufgabe als Ärzte,
wenn ein Patient danach fragt, ihm auch diese Information zukommen zu lassen, aber sie ihm auf die richtige Art und Weise zu vermitteln, so dass er auch letztendlich eine Hilfe darüber erhält. Herr Professor Schomm. Ja, ich finde das sehr, sehr gut, was Sie da gerade gesagt haben. Ich denke, das ist ein grundlegendes Problem in der Medizin, der operativen Medizin. Und ich glaube, jeder Patient hat das Recht, informiert zu werden. Er darf nicht belogen werden. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz. Aber, Enttäuschung, wenn die Wahrheit dann aber die Kunst der Aufklärung, die Kunst des Arztes besteht darin, herauszuhören, zu fühlen, so viel Empathie zu haben, dass er merkt, wie weit möchte der Patient informiert werden. Möchte er die ganze knallharte Wahrheit wissen? Möchte er sie auf einmal wissen? Ich kenne Patienten mit zum Tode führenden Tumoren, die haben mich gefragt, wie ist es, welche Überlebenschancen habe ich? Und denen muss ich dann auch sagen, wie die Statistik ist. Ich sage denen nie, sie haben jetzt nun noch so und so lang zu leben. Das ist das Dummste, was ein Arzt machen kann. Ich bemühe mich auch, das meinen Studenten rüberzubringen. Ich sage denen, so ist die Statistik, aber, und das ist das Tröstliche, aus jeder Statistik, bei jeder Statistik gibt es Ausreißer, Ausnahmen. Und da können sie dazugehören. Und für chronische Erkrankungen wie Parkinson, natürlich wird man das nicht ewig verschweigen können. Man darf es nicht verschweigen, aber man muss es so dosieren, die Information, wie der Patient fähig ist, das zu verarbeiten. Das ist ganz wichtig. Wie hat sich das Bild der Krankheit eigentlich verändert in der Medizin? Früher sagte man, da sind Zellen im Gehirn abgestorben, die einen wichtigen Nachrichtenstoff normalerweise herstellen, das Dopamin. Diese Zellen gehen zugrunde und dann gibt es zu wenig Dopamin. Und wenn wir den Nachrichtenstoff sozusagen nachgeben, dann ist schon alles in Ordnung. Das Bild hat sich stark gewandelt heute. Ja, das hat sich wirklich kolossal geändert. Allein dadurch, dass wir eben wissen, dass nicht nur der Mangel an Dopamin, sondern dass es ja viel mehr ist, dass bestimmte Hirnbereiche sozusagen betroffen sind, die unterschiedliche Funktionen als nur die Beweglichkeit eines Armes, eines Beines steuern, dass viel mehr betroffen ist, wissen wir auch, dass eben auch das Gleichgewicht zwischen Dopamin und anderen Nervenüberträgerstoffen eine Rolle spielt. Dass es wohl einen Unterschied macht, wo die Parkinson-Erkrankung beginnt, welche Bereiche betroffen sind. Und ich glaube, wir wissen auch inzwischen sehr gut, dass es nicht den einen Parkinson gibt. Selbst in dieser klassischen Parkinson-Erkrankung gibt es Unterformen. Die einen, die rein motorisch sind, wo wir eben wissen, dass sie sehr gute Erfolge bei den Operationen zeigen. Und andere Patienten, die Verlaufsformen haben, die viel mehr mit psychischen Beschwerden einhergehen. Also ich denke, man sollte auch auf diese Unterformen achten, wie die Ausprägung der Symptome bei den Patienten ist. Und das ist ein anderes Verständnis als vielleicht noch vor 20, 30 Jahren. Dann gibt es ja immer wieder Patienten, die eine relativ lange doch Odyssee hinter sich haben, bevor dann wirklich klar Parkinson diagnostiziert worden ist. Ist es denn jetzt für diese Patienten sozusagen dann, ich möchte da nochmal drauf zurückkommen, ein Verlust in dem Sinne, dass zum Beispiel L-Dopa nicht schon sehr viel früher gegeben werden konnte, weil nicht diagnostiziert? Also hätte man mit einer früheren Medikamentengabe zum Beispiel bestimmte Symptome herauszögern können? Aber das ist genau die Frage, die im Augenblick untersucht wird. Und zwar, ich würde sagen, mit ganz cleveren Studienprotokollen, indem man eine Gruppe von Patienten in zwei Teile aufteilt. Bei der einen Gruppe fängt man zum sofortigen Zeitpunkt der Diagnose mit der Behandlung an, die mit einem bestimmten Medikament. Die andere Gruppe Parkinson-Patienten erhält mindestens 6 Monate erstmal ein Scheinpräparat, ein sogenanntes Placebo, und fängt verzögert mit dem gleichen Präparat nach 6 Monaten an. Und dann sieht man, wie ist der weitere Verlauf. Und was ist denn die Grundidee dieser Studie, dass man sagt, wenn man frühzeitig das Ungleichgewicht der Nachrichtenstoffe im Gehirn wieder in die richtige Balance gibt, dass dann die Schäden langfristig im Gehirn nicht so groß sind? Wie ist der Verlauf, beziehungsweise können verschiedene Medikamente einen Einfluss auf den Verlauf nehmen? Und im Augenblick sind die Studien, die nach diesem System ausgewertet worden haben, alle gezeigt, dass der frühere Beginn, der frühere Beginn der Behandlung zu einer besseren Outcome, das heißt zu einer
besseren auch Lebensqualität geführt hat nach 2-3 Jahren. Aber da sind wir erst ganz am Anfang mit dieser Forschung. Da kann ich etwas darüber berichten. Ja. Ich hatte nämlich, als ich wirklich von meiner Familie mit vorgehaltener Pistole dann zur ärztlichen Untersuchung geschleppt wurde, dem Arzt, den behandelnden Leuten in der Charité gesagt, nee, also Parkinson-Medikamente nehme ich nicht, denn auf den Beipackzetteln stand warnend, dass man Halluzinationen kriegen könnte. Und ich wollte keine grünen Männchen sehen. Ich war ja noch im Bundestag. Das schien mir schwer vereinbar. Wäre ungünstig. Dann habe ich 2 Jahre lang nichts, aber auch gar nichts genommen an Medikamenten. Und dann sagte mir der zuständige Mensch in der Charité, es gäbe Theorien, wonach, wenn man Medikation nicht nähme, man seine Substantia nigra, also dieses Stück im Gehirn, das besonders betroffen ist, überfordere. Und dass dann die Progredienz zunehme. Daraufhin habe ich voller Schreck sofort akzeptiert, dass ich etwas nahm. Also es gibt da offensichtlich auch verschiedene Auffassungen von Ärzten. Und ausgekegelt ist das noch nicht. Es ist wirklich noch nicht eindeutig bewiesen, was günstiger ist. Aber ich denke, in dem Augenblick, wo eine Behinderung auftritt, das heißt, wo zum Beispiel auch in der Feinmotorik so eine ausgeprägte Störung da ist, dass das Schreiben fast nicht mehr funktioniert oder dass eine Körperseite fast ausgeblendet wird, da muss eigentlich eine Behandlung einsetzen, weil es sonst langfristig sicher zu Veränderungen kommt. Das kann man gar nie wieder aufholen, was da sozusagen dann über Jahre, sag ich mal, zurückgesetzt wird. Nun sind Patienten in der Regel nicht mehr ganz jung, wenn sie Parkinson bekommen und sie fragen sich, bekomme ich das nur? Oder bekommen das auch meine Kinder? Oder ist es ein Risiko da, dass meine Kinder das bekommen? Also gibt es sowas wie genetisch? Gibt es familiäre Risiken? Ja, ich glaube, das ist eine der häufigsten Fragen, die so gestellt werden. Ja. Also ich glaube, man kann nicht sagen, Parkinson ist eine Erbkrankheit, aber man kann sicher sagen, es gibt genetische Faktoren. Also ich glaube, so viel können wir übereinstimmen. Aber es gibt wahrscheinlich nicht das Risiko gehen. Nein, es gibt inzwischen 14 Orte auf dem menschlichen Genom, die mit einem gewissen Risiko für Parkinson verbunden sind. Und es gibt ganz wenige Familien, wenn man sich mal so eine Statistik anschaut, dann sind 0,0 so und so viel Prozent der Parkinson-Patienten sind rein familiär. Die anderen haben vielleicht teilweise zu 20% mal ein Familienmitglied, ein Onkel oder ein Bruder, der eine Parkinson-Erkrankung hat. Sind es eher die Männer oder die Frauen, die an Parkinson erkranken? Es gibt ein leichtes Überwiegen der Männer, so 55-60% Männer der Gesamtgruppe. Wobei man allerdings wissen muss, dass in dem Alter schon die Männer eher hinter den Frauen, was Lebenserwartung angeht, zurückstehen. If I were a painter, I would paint my reverie. If that's the only way for you to be with me, we'd be there together, just like we used to be. Underneath the swirling skies for all to see. And I'm dreaming of a place where I could see your face. And I think my brush would take me there, but only if I were a painter and could paint a memory. Climb inside the swirling skies to be.
climb inside the swirling skies to be with you. I'd climb inside the skies to be with you. Fehlgeleitete Signale. Sie hören eine lange Nacht über die Parkinson'sche Erkrankung. Alexander und Wilhelm von Humboldt werden oft als ungleiches Brüderpaar gesehen. Hier Alexander, der große Naturforscher, der Weltreisende und Entdecker. Dort Wilhelm, das Sprachgenie, er soll rund 60 Sprachen beherrscht haben, der Geisteswissenschaftler und Politiker. Zu Unrecht vielleicht dieser Gegensatz, denn wer die Briefe von Wilhelm von Humboldt liest, wird noch eine weitere Seite kennenlernen, sein großes naturwissenschaftliches Talent, denn er ist ein genauer Beobachter gewesen. Er hat Beschreibungen geliefert von seiner Gesundheit, die so präzise sind, dass selbst Fachleute heute noch darüber staunen. Ich wollte Ihnen doch eigenhändig schreiben. Bei der Langsamkeit, mit der ich schreibe, mache ich in einer Stunde nicht viel und fange daher keinen Brief an, wenn ich nicht einen vollen, freien Nachmittag vor mir sehe. Wilhelm von Humboldt an Charlotte Diede, 5. Mai 1832. Einer der prominenten Parkinson-Patienten, Wilhelm von Humboldt, hat über viele Jahre seine Parkinson-Krankheit immer nur als Altern bezeichnet. Er schreibt in seinen Briefen an eine Freundin: Ich bin gesund, es geht mir gut. Allerdings habe ich diese leidigen Symptome des Alterns. Dieses ist bei mir allerdings sehr früh und sehr ausgeprägt eingetreten. Er sucht auch eine Ursache dafür, nämlich den Tod seiner Frau Caroline. Der Berliner Hirnforscher Reinhard Turowski. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Geschichte der Parkinson-Krankheit. Dabei ist er auf Wilhelm von Humboldt gestoßen. Bei ihm sind wir am sichersten, dass er die Parkinson'sche Krankheit hat, denn in den Briefen an eine Freundin hat er alle Symptome so hervorragend beschrieben, dass die Neurologen 50 Jahre gebraucht haben, um die Symptome vergleichbar gut zu beschreiben. Die Unbequemlichkeiten, deren Zunehmen man entgegenzuarbeiten suchen muss, bestehen in einer gewissen, doch auch modifizierbaren Schwäche in den Händen und den Füßen. Auf das Gehen hat diese Schwäche eigentlich keinen Einfluss. Wilhelm von Humboldt an Charlotte Diede, 28. Juni 1832. Im Stehen aber und oft auch im Sitzen habe ich sehr häufig ein unangenehmes Zittern in den Füßen. Es ist wechselnd stärker und schwächer. Bisweilen auch, wie in diesem Augenblick, meldet es sich gar nicht. Er schreibt zum Beispiel über das Zittern in Ruhe, was für die Krankheit für einen Teil der Patienten ganz typisch ist. Das Zittern ist gar nicht die schlimmste Beeinträchtigkeit, vielmehr eine eigenartige Unbehülflichkeit. Im Moment, da ich dieses schreibe, zittert nur mein anderer Arm. Das heißt eben Ruhetremor, Zittern im Ruhezustand, bei der Bewegung nicht. Allein das Schreiben erfordert eine Reihe rasch aufeinanderfolgender, unwillkürlicher, kleiner Bewegungen und deren Durchführung fällt mir immer mehr schwer. Das Gleiche gilt für Blättern in einem Buch oder Zuknöpfen eines Anzugs und ähnliche Verrichtungen, die unglaublich langsam vonstatten gehen. Es gibt dann auch innere Schwingungen, die dem Auge gar nicht sichtbar werden, die aber einer Bewegung einen Widerstand entgegensetzen. Das ist das, was wir heute Rigor nennen. Das heißt, die Muskelstarre, die auch bei Parkinson-Patienten sehr deutlich ausgeprägt ist. Und er beschreibt alle diese Symptome in diesen Briefen an eine Freundin. Diese Briefe schrieb er handschriftlich, damit die Familie diese Korrespondenz nicht erfährt. Seine anderen Briefe hat er diktiert, aber auch in seiner Handschrift sieht man sehr eindeutig die Zeichen des Parkinson. Die sieht er auch selber. Es muss dem, der mich liest, ordentlich komisch vorkommen, jede Zeile mit den schönsten Vorsätzen in großen Buchstaben anfangen und mit missratenem Erfolg mit kaum leserlichen kleinen Endigen zu sehen. Das ist die Mikrographie, die auch für viele Parkinson-Patienten typisch ist.
Er beschreibt seine gebeugte Haltung, wenn er in den Spiegel schaut, sein unbewegliches Gesicht, dass er darüber fast lachen muss, dass er diese Gestalt jetzt wieder im Staatsrat zur Vorführung bringt. Vor dem Spiegel musste ich lachen bei der sonderbaren Vorstellung, so einen gebeugten Gang und so ein wunderbares Gesicht einigen 50 bis 60 Personen vorzuführen. Angehörige und Freunde Goethe zum Beispiel beschreiben auch, wie unglaublich langsam er sich bewegt, wie sehr er behindert ist, aber er selber versucht, das Beste daraus zu machen. Ungeachtet des wunderbaren Winters, der uns hier heute zum ersten Mal Schnee sehen lässt, ist mein eigentliches Befinden, wenn ich es von den hindernden Beschwerden trenne, so, dass es mir zu keiner Klage Anlass gibt. Wilhelm von Humboldt an Charlotte Diede, 4. Januar 1834. Er wird von Diefenbach behandelt, einem berühmten Berliner Arzt. Der empfiehlt ihm Kuren an der Nordsee. Die helfen nicht viel, aber die bringen ihn auf neue Gedanken. Aus der Wirkung gewisser Kräuter, schreibt Humboldt an die Freundin, schließen meine Ärzte, dass es sich um eine Krankheit des Rückenmarks handelt. Am Schluss hat Humboldt eine Lungenentzündung bekommen, eine früher sehr typische Todesart, durch die fehlende Bewegung oder auch durch Verschlucken, durch Aspiration von Speichel, durch den Speichelfluss, und starb 1835 an dieser Krankheit. Wilhelm von Humboldt hat die meisten Briefe diktiert, außer diese sehr privaten Briefe. Margot von Renesse, Sie haben gelacht und haben gesagt, ich diktiere auch. Ja, ich benutze wie viele Patienten mit Behinderungen Hilfsmittel. Und ein Hilfsmittel, das ich sehr schätze, ist das Diktierprogramm beim Computer. Dann schreibe ich nicht 3Ds und 5As mit meiner zitternden linken Hand, sondern durch das Diktieren kommen eben die Sätze vernünftig zum Vorschein. Man muss sich erst dran gewöhnen, wie an viele Hilfsmittel. Aber das ist mein grundsätzlicher Rat für Patienten, die dasselbe haben wie ich. Guckt euch um bei den Hilfsmitteln. Es gibt so viel, womit man sich tatsächlich über die Runden bringen kann. Das fängt bei der richtigen Matratze beim Schlafen an oder bei dem Galgen, den man eben nicht beim Sanitätshaus kaufen muss, sondern sich auch helfen kann mit sehr viel preiswerteren Sachen. Und da kann man sich wunderbar auch als Patient untereinander beraten. Herr Dubiel, gibt es auch so Hilfsmittel, von denen Sie sagen, die sind für Sie ganz, ganz wichtig? Ist es das Diktiergerät oder ist es etwas anderes? Mir fällt gar nichts ein. Ich kann noch schreiben, ich kann nicht mehr mit der Hand schreiben, überhaupt nicht mehr. Aber ich kann gut noch tippen, einigermaßen. Ich konnte früher auch schon schlecht tippen, immer mit einem Finger. Das kann ich jetzt auch noch. Das geht nicht bedeutend schlechter. Hilfsmittel, ja, bestimmte Schuhe, die ich brauche, festes Schuhwerk. Verschlüsse bei Jacken, da gibt es auch was anderes als Knöpfe? Nein, Knöpfe, Reißverschlüsse, damit habe ich keine großen Probleme. Da bin ich immer noch Herr meiner selbst. Ich kann da nicht gar nicht sagen. Ich habe auch immer den Kontakt, das ist jetzt etwas weg von Ihrer unmittelbaren Frage, ich habe den Kontakt zu Selbsthilfegruppen oder zu Gruppen oder zu Gleichkranken auch immer gemieden, weil ich irgendwie panische Angst habe. Ja, vielleicht ist es immer noch der alte Mechanismus der Verdrängung, mich zu bekennen zu den Leuten, die... Ich glaube, es ist mir peinlich, mit einem intimen oder privaten Problem an die Öffentlichkeit zu gehen, also kleine Öffentlichkeiten. Ich möchte einfach mich nicht bekennen. Das muss ich auch noch lernen, aber das mit Kranke, das Zusammensein oder die Gespräche oder die Websites, die ich lese, finde ich immer irgendwie peinlich. Nach wie vor, nach 15 Jahren Parkinson noch. Fehlgeleitete Signale. Sie hören eine lange Nacht über die Parkinson'sche Erkrankung und wir möchten Sie an dieser Stelle schon darauf hinweisen, dass es ein Informationsblatt gibt, zusammengestellt mit Literaturtipps und weiterführenden Adressen. Ja, und das finden Sie im Internet auf der Homepage der Langen Nacht. Sie können aber auch an die Redaktion schreiben, die schickt Ihnen dieses Infoblatt dann gerne zu. Wo Medikamente die Bewegungsstörungen nicht mehr zufriedenstellend behandeln können, kann womöglich eine Tiefenhirnstimulation Linderung schaffen. Das ist eines unserer Themen in der zweiten Stunde der Langen Nacht über die Parkinson'sche Erkrankung. Wir fragen nach, wann eine solche Hirnoperation sinnvoll sein kann und welche Risiken mit dieser Operation verbunden sind. Und vor allem, wie Parkinson-Patienten mit dem Hirnschrittmacher zurechtkommen, welche vielleicht auch unerwünschten Nebenwirkungen die Tiefenhirnstimulation haben kann
und wie sich der Alltag nach der Operation verändert. Hören Sie nun zum Tagesausklang die Nationalhymne und die Europahymne. Um 0 Uhr folgen dann die Nachrichten.